Ich habe absolut nichts erwartet und ich wurde dennoch enttäuscht. Mein bester Freund Jeff Keighley hat mich einmal mehr im Stich gelassen, obwohl er extra ein ganzes Theater gebucht hat mit Leuten, die live dabei waren, um hervorragend lustige Szenen zu kreieren, in denen er zwei Titel genannt hat, auf die sich Leute freuen und klatschen, und dann Fortnite ist auch da und du hörst im Hintergrund einfach nur so eine Person, die einfach nur als Joke irgendwie woo reinruft. We'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. And yes. Das war hervorragend, aber ja, die ganze Show, das Summer Game Fest, das Summer Lame Fest, Summer Lame Feed, war nicht sonderlich gut. Ich habe es live geguckt, falls ihr die Aufzeichnungen ansehen wollt. Die ist auf meinem Stream Archive Kanal, sollte jetzt eben auch hoffentlich schon hochgeladen und freigeschaltet sein. Aber ja, das Ganze war eher so ein Snorefest und auch im Stream waren wir die ganze Zeit so, ja, also nichts war halt wirklich offensiv scheiße, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich halt wirklich so, holy shit. Es gab ein paar Sachen, da muss ich wirklich sagen, okay, die haben mir gefallen. Es gab explizit zwei Sachen, die ich gut fand und das hatte auch sofort falsche Anforderungen an dieses Event gesetzt, weil das erste, mit dem sie direkt reingestartet sind, war eben diese Ankündigung von Prince of Persia, The Lost Crown World, wo ich sofort so, okay, ich mag zwar das Design nicht, weil das aussieht, als wäre es einfach irgendwie Overwatch. Und die Musik fand ich auch relativ grässlich. Und hat auch überhaupt nicht irgendwie zu Prince of Persia oder dem Setting gepasst, aber whatever. Spielerisch bin ich auf jeden Fall vollkommen dabei. So, natürlich, Prince of Persia ist ursprünglich als ein 2D-Sidescroller gestartet. Und das jetzt nochmal versuchen neu aufzulegen, aber gerade mit einem Spiel, was ein sehr hohes Tempo zu haben scheint. Und dann hoffentlich eben nicht nur Kämpfe und Plattforming separat lässt, sondern hoffentlich das schafft, auch miteinander zu kombinieren. Das wäre cool. Aber vor allem die Plattforming-Segmente, musste ich sagen, sahen cool aus. Und ich habe Bock drauf, mich durch irgendwelche engen Verliese, Gänge zu jump and runnen, an denen ich dann Fallen ausweichen muss. Das finde ich immer cool. Habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Ich hatte irgendwie gesehen, dass der Trailer relativ viele Dislikes bekommen hat. Ich habe mich jetzt nicht getraut, in die Kommentare zu gucken, weil ich leider das Gefühl habe zu wissen, warum dieser Charakter, beziehungsweise warum dieses Spiel mit so einem Charakter solch negative Stimmungen hervorbringt. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf oder das irgendwie überhaupt nur, keine Ahnung, ernst zu nehmen als Diskussionspunkt. Leute sind fucking weird. Aber ja, das war so ein frühes Highlight und das andere war dann später Sandland, von dem wir, glaube ich, schon wussten. Also ich weiß, ich meine, es war auf jeden Fall irgendwie ein Film oder so angekündigt davon. Ich weiß nicht, ob wir schon explizit ein Spiel genannt hatten. Aber Sandland ist so ein relativ kurzer Manga von Akira Toriyama. Sollten hoffentlich Leute wissen, wer das ist und was er gemacht hat. Wenn ihr das gerade im Hintergrund seht, dann werdet ihr es allein vom Stil sofort erkennen. Habe ich damals in der Banzai gelesen. Das war so mit das erste, was sie in dem Magazin, so dieser Versuch, eine deutsche Shonen Jump zu machen, veröffentlicht haben. Ich hatte sogar das, als es dann als Tokuban rausgekommen ist, hatte ich mir das geholt. War ziemlich cool. Ich hoffe, sie haben weiterhin diese PlayStation 6 war es, glaube ich, damals mit so runden Sphären spielen. Ich hoffe, das ist weiterhin drin. Aber Toriyamas Stil lässt sich natürlich, und das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, beispielsweise bei den Dragon Ball Titeln oder eben auch bei Dragon Quest, hervorragend in so eine 3D-Umgebung umsetzen. Und auch Sandland, ich bin normalerweise nicht der Freund von irgendwelchen apokalyptischen Settings, gerade in der Wüste, finde ich halt relativ langweilig. Das hatte mich damals auch schon bei dem Mad Max Spiel gestört. Das ist so nach 3-4 Stunden war ich schon, ich habe irgendwie, ist es halt Sand, da ist Sand, da ist Sand, wow, da ist noch mehr Sand, cool, was erwartet mich wohl hinter diesem, oh, mehr Sand. Alles klar, hervorragend. Und hier passt es aber gerade wegen des Stils irgendwie so ein bisschen mehr dazu. Kommt natürlich drauf an, wie die Welt aufgebaut ist, was man darin macht. Es gibt mir auch so Metal Max Vibes. Und jetzt sagen Leute, nein Björn, das heißt Mad Max. Nein, ich rede von der japanischen Spielereihe Metal Max, ihr Anfänger. Und das ist, ich glaube, da ist bis auf irgendwie ein oder zwei Teile nie einer zu uns rübergekommen. Gerade das Mech-Design auch von Toriyama finde ich hervorragend. Und spielerisch sah es ganz cool aus. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Bei dem ganzen Rest bin ich maximal auf einer Stufe. So, selbst die Spiele, auf die ich mich freue, so, ja, natürlich, ich bin mega hype auf Alan Wake, aber erst einmal, und das war auch so ein Problem bei diesem Summer Game Fest, so, Jeff, das sind nicht die Game Awards. Das ist nicht dafür da,
dass du jetzt hier mit Leuten irgendwelche Interviews führst, die dir dann von dem Spiel erzählen, während wir kein Spielmaterial zu sehen bekommen. So, das Interview mit Sam Lake, so sehr ich diesen Mann auch liebe, hat mir kaum etwas gegeben, weil das Visuelle im Hintergrund gefehlt hat. So, deswegen gibt es ja diese Trailer, in denen dann irgendjemand einen Erzähler, eine Erzählerstimme darüber spricht und erklärt, was gerade passiert, oder jemand von dem Dev-Team, dir irgendwas erzählt, und dann siehst du eben das Footage währenddessen. Jetzt mussten wir erstmal das irgendwie sehen, hatten keinen Kontext dafür, und dann hatten wir Gameplay-Footage gesehen, was viel zu kurz war, wo man einen halben Kampf mit einem Gegner gesehen hat, nicht einfach so, ja, okay, sieht halt aus wie Kämpfe in Alan Wake, finde ich cool, habe ich Bock drauf, und dann hat man einfach nochmal den alten Trailer in der gekürzten Fassung gezeigt, den wir vom PlayStation Showcase kennen. Okay, alles klar, weiß ich jetzt auch nicht. So, hat mir nichts gegeben. Final Fantasy Rebirth habe ich ja an sich auch Interesse dran, aber das wurde auch so hochgehypt, und ich denke mir, ja, es sieht einfach aus, wie ich mir halt vorgestellt habe, dass es aussehen wird. So, ich weiß, wie Final Fantasy VII Remake aussieht, und hier haben sie jetzt nur Szenen gezeigt, die wir halt aus dem Original spielen kennen und auch so weit im Titel drin sind, dass ich mir gedacht habe, ja, natürlich werden das jetzt Szenen sein, die hoffentlich in dem zweiten Teil drin sind, wenn wir einfach schon in dem ersten Teil vom Remake nur 5% der Gesamthandlung bisher irgendwie gezeigt hatten, aufgeblasen auf 30, 40 Stunden. War für mich jetzt irgendwie nichts Interessantes drin, war halt okay, aber eben auch nichts Besonderes. Und selbst etwas wie jetzt eben das erste Mal Gameplay zu sehen, nachdem wir gestern davor erst Screenshots gesehen hatten von dem neuen Yakuza-Game, The Man Who Erased His Name, keine Ahnung, ist ein sehr hervorragend dummer Titel, aber auch da habe ich Bock drauf, einfach mit Kiryu Leute zu verprügeln, was so ein super weirdes Setting hat, und er hat irgendwelche Webshooter, mit denen er Spider-Man-mäßig Leute greifen kann. An sich vollkommen cool, aber das war so ein großes, übergreifendes Problem, war, ich habe keine Ahnung, wer diese scheiß Trailer, wer das Color Grading dafür gemacht hat und wer eben auch die Beleuchtungseinstellungen dafür gemacht hat. Die ganzen Trailer waren einfach viel zu dunkel. Du hast kaum was gesehen da drauf. Die Hälfte von dem Gameplay-Footage war einfach, sobald irgendwo Schatten war, schwarz, konntest du nichts sehen. Das war nicht bei allen so. Alan Wake, ein Spiel, was in der Dunkelheit spielt, konntest du halt hervorragend sehen. Aber das war bei dem Yakuza-Trailer so, das war auch bei diesem Immortals-Trailer so und noch bei vielen anderen, wo es einfach viel zu dunkel war die ganze Zeit. Ich denke mir, macht ihr die Trailer nur irgendwie für, so ihr macht die auf einem OLED und guckt ihr euch darauf irgendwie an mit HDR aktiviert und checkt nicht, yo, die werden auf YouTube und auf Twitch gesehen, mit Leuten auf einem ganz normalen Monitor, auf einem Desktop, auf einem Smartphone, auf einem fucking Tablet, Laptop oder sonst was, und dann meistens eben auch noch bei anderen Leuten in den Streams, wo ich eben so, das kannst du gar nicht in der Qualität irgendwie ausgeben, selbst wenn ich die Möglichkeit dafür hätte. Was soll das denn? So, es waren nicht alle, aber es waren auf jeden Fall gerade diese mehr auf Realismus getrimmten Trailer. Oder nicht mal das, selbst der Sonic-Trailer von Sonic Superstars, wo ich am Anfang so gedacht habe, so, neues 2D-Sonic an sich, hey, das könnte irgendwie, das gibt mir so Generations-Vibes. Und dann habe ich 10 Sekunden gewartet und dann war ich so, oh nein, es ist nicht Generations-Vibes, es sind Sonic 4-Vibes. Die Kamera ist viel zu nah dran. Ich hoffe nicht, dass das die Kameraperspektive aus dem letztendlichen Spiel ist, gerade weil du noch 4 Charaktere gleichzeitig hast, aber hoffentlich bist du auch nicht näher dran, wenn du alleine bist. Das war ein riesiges Problem in Sonic 4. So, du hast die Widescreen-Möglichkeit, dann zoom auch raus, gerade, oder wie du es zum Beispiel bei Generations gemacht hast, oder es eben auch bei Sonic Mania der Fall war, dass du halt wirklich das Screenspace nutzt, um eben auch alles zu sehen und die Sachen dann wirklich rechtzeitig zu erkennen. Ich habe keine Ahnung, was da irgendwie, warum die ganzen Steine wieder so nass aussehen, als ob es ein frühes Xbox 360-Spiel wäre. Der Rasen sieht zum Kotzen aus. Es gibt wirklich so ein paar Stellen, wo, ich weiß auch nicht, ob das wieder Problem ist, einfach wie es dann gerendert wurde mit den Einstellungen dafür, aber der Rasen, da fehlt teilweise irgendwie die Beleuchtung und es ist viel zu dunkel und es sieht aus, als ob jemand einfach irgendwie grün da drauf gekotzt hätte. Ich finde das ganz schrecklich, und auch selbst das klassische Footage, was da zu sehen ist, ne, das in dem 16-Bit-Stil, auch das ist zu dunkel, so als wäre es irgendwie auf der Wii U emuliert gewesen. Was ist da los? Warum passt man da irgendwie nicht auf? Wissen die nicht, dafür gibt es Standards, die eingehalten werden sollten eigentlich, gerade wenn alle Trailer bei einem Event irgendwie geteilt und gezeigt werden. Und das war auch so ein anderer Trend, den ich gesehen habe, war, so viele Spiele mit einem generischen Western-Fantasy-Design. So, ich konnte das teilweise nicht mal auseinanderhalten. Es gab irgendwie eine Szene, da bist du von einem komischen Amazon-Game in irgendein anderes Ding reingegangen, wo es auf einmal, was ist das jetzt, For Honor meets Dynasty Warriors, 500 Leute, die gleichzeitig aufeinander klatschen irgendwie. Und
ich hatte einen Moment überhaupt gebraucht, um zu realisieren, dass das zwei verschiedene Titel waren, weil das einfach so gleich aussah. Und auch dieser Baldur's Gate 3 Trailer, so keine Ahnung, ist der für Leute gemacht, die diesen Teaser, den es schon mal gab, irgendwie gespielt hatten? Weil als jemand, der das nicht gespielt hat, habe ich keine Ahnung, was mir dieser Trailer storytechnisch zeigen wollte. Das ist generell immer so ein häufiges Problem, dass gerade von solchen Fantasy-Settings, die das dich überhaupt nicht in die Handlung reinholen. So, ich habe auch, das ist nicht nur ein Problem davon, sondern auch zum Beispiel bei Final Fantasy 16. Ich habe jeden Final Fantasy 16 Trailer gesehen und ich habe immer noch keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. So, obwohl ich alle Trailer gesehen habe, weil die einfach es nicht schaffen, da das Narrativ irgendwie gut genug aufzubauen. Und auch so andere Sachen, so dieses Final Fantasy Ever Crisis, macht einfach Before Crisis Remake und nicht so ein Mumpitz, will doch keiner haben. Nochmal Spider-Man 2 gesehen, wo es so, was ist euer großer Reveal gewesen? Oh wow, unsere Boxart dieses Mal sieht genauso langweilig und beschissen aus wie beim ersten Teil. Hervorragend. Und danach zeigen wir richtig gutes Key Art von Miles, Peter und Venom. Und ich denke mir so, warum ist das nicht die Boxart? Leute wissen, was Spider-Man ist. Ihr müsst das nicht einfach so generisch machen, wie nur möglich. Holy shit, traut euch mal was, wie viel fucking geiles Artwork es zu den Spielen gibt und eben zu Spider-Man eben allgemein. Dann kommt irgend so ein Dulli auf die Bühne und macht irgendwie, Venom ist übrigens nicht Eddie dieses Mal. Das ist so, Motherfucker, ist das wirklich? Macht ihr gerade Rocksteady mit Arkham Knight nach? So, nein, Arkham Knight ist unser eigener Charakter, den es noch nie gab. Nein, es ist nicht Jason Todd. So, 100%ig spielst du Spider-Man 2 und nach einer halben Stunde weiß jede Person, die sich auch nur halbwegs mit Spider-Man auskennt, ja, okay, das ist, ja, jetzt klar, wir wissen, wer Venom ist. What the fuck? Was soll das irgendwie? Also, ich gehe gerade auch nochmal, ich gucke mir das gerade so an, auch so super weird, Nicolas Cage auf die Bühne zu holen, der einfach einen viel, ich meine, alle Leute, die auf die Bühne gekommen sind, hatten einen besseren Drip als Jeff Keighley. Ich habe keine Ahnung, was für einen Tapetenanzug er sich da irgendwie rübergelegt hatte. Ich glaube, der eine, der ein bisschen weirder rüberkam als Jeff Keighley, war irgendwie dieser Cocaine-Bro, der von Marvel Snap oder so das vorgestellt hat. Der hatte einfach viel zu viel fucking Energie. Das war wirklich einfach nur Loud Person, die er gezeigt hat. Ich gehe das halt nochmal durch, so, ja, Lies of P, immer noch hervorragend, dass sie es so genannt haben, Lies of fucking Piss. So, bitte Leute, wenn Englisch nicht eure erste Sprache ist, ich glaube, das ist in dem Fall ein Spiel aus Korea, lasst das von irgendjemandem überprüfen, dass das bitte nicht so unfassbar cringe klingt. Ich finde das Design cool, aber wir haben nichts von dem Gameplay wirklich da drin weiterhin gesehen. Ich glaube, es ist eine Demo jetzt irgendwie rausgekommen, die muss ich mir mal ansehen, weil das Problem von diesen ganzen Souls-Likes, die in die Richtung gegangen sind, die auch eher so eine Horror-Bloodborne-Atmosphäre hatte, die waren alle unfassbar mit. Das war alles nur mitborn die ganze Zeit. Und deswegen, ich hoffe, es ist gut, aber ich habe ehrlich gesagt kein Vertrauen da drin. Wir mussten zwischendurch auch irgendwie noch Witcher Season 3 zeigen und ankündigen, was super fucking funny ist, dass Henry Cavill aus der Serie rausgeworfen wurde, aber vertraglich immer noch Season 3 promoten muss und da auch in diesem Trailer zu sehen ist. Es ist hervorragend. Ich musste wirklich laut lachen. Ich fand es ein bisschen weird, wie stark Mortal Kombat 1 irgendwie beworben wurde, auch zum Anfang, wo ich mir so nichts dagegen, hey, wenn ihr Mortal Kombat Fans seid, so, und ihr, ey, ich bin Resident Evil Fan, ich liebe die Geschichte und die Handlung und wie dumm das eben auch ist. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn ihr da investiert seid und jetzt sehen wollt, was für einen blöden Schwachsinn sich Ed Boon und seine Kollegen einfach nur aus dem Arsch rausziehen. Aber es ist jetzt nicht so, als ob wir irgendwie Mortal Kombat irgendwie verhungern würden, als ob es das nicht weiterhin geben würde die ganze Zeit und als ob jetzt auch Mortal Kombat 1 so unfassbar anders aussieht. Die sieht halt immer noch aus wie Mortal Kombat. Ja, die Charaktermodelle sehen hervorragend aus, die Animationen sehen immer noch aus wie Arsch. Sie haben sich natürlich nicht gezeigt, irgendwie einen Crouching Kick in diesen Trailer reinzupacken, weil sie selbst wissen, dass da das ganze Publikum einfach nur wieder lachen würde. Haben sich dann auf die Fatalities konzentriert, die halt hervorragend sind. Da werde ich mir wieder eine Compilation ansehen, weil, wie gesagt, kein Bock bei diesen Animationen, irgendwie das Spiel zu spielen in den normalen Kämpfen. Aber wenigstens die Fatalities-Compilations gucke ich mir dementsprechend an. Und dann Jeff Ed Boon am Fragen. Übrigens Respekt an Ed Boon, dass dieser, ich glaube, der Mann ist irgendwie fast 60 und sieht absolut hervorragend aus. Also Hut ab, auf jeden Fall. Dass Jeff dann irgendwie so, yo, oh, ich habe gesehen, hier gibt's Assists oder so. Was habt ihr, wie läuft denn das mit dem, das ist so, yo Bro, es ist einfach ein Button in der Ecke und dann drückst du und dann kommt ein Charakter für einen Assist rein. Gibt's literally seit den 90ern in Fighting Games, holy shit, was für ein wildes Konzept. Und es war einfach absurd zu sehen, wie Leute darauf abgegangen sind, weil ich einfach dachte, Alter, das ist so, als ob einfach ein neues FIFA angekündigt wird oder ein Call of Duty, müssen wir da wirklich so drauf abgehen, das ist jetzt keine Serie, die irgendwie lange weg war oder wo man sich dann so, oh mein Gott, nach gefühlt 10 Jahren kriegen wir ein neues Tekken oder ein Street Fighter, die auch dann nochmal wirklich die Charaktere anders aussehen lassen und neuere Modelle haben. Aber wie
wie gesagt, ich will es den Fans lassen. Path of Exile 2 werden sich die Leute, die das mögen, auch drüber freuen. Mir gibt das einfach nichts. Aber wie gesagt, ich bin halt generell kein Freund von dem Genre. Ich bleib bei meinen Mindless Games im Fall von Dynasty Warriors und dann könnt ihr eure Diablo-Klickerspiele spielen. Ich glaube, da bleiben wir in unseren beiden Lagern. Da sind wir, ne? Ihr dürft das mögen, wir dürfen das mögen. Alles ist cool miteinander, hervorragend. Exo Primal und Street Fighter 6 Kombination. Die Charaktere sahen aus wie unfassbar langweilige Cyborg-Skins, wo ich das Gefühl hatte, Ryu und Guile wurden einfach nur angemalt. Irgendwie mit so LED-Paint, keine Ahnung, und denen irgendwie leuchtende Augen verpasst. Das auch so anzukündigen in Exo Primal, was noch nicht mal raus ist, das wäre irgendwie viel cooler gewesen, wenn Leute sich tatsächlich auf dieses Spiel freuen würden, was nicht der Fall ist. Ich meine, es kommt in den Game Pass, also werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Ich meine, es ist ein Capcom-Spiel, ich werde es mir definitiv ansehen. Honkai Star, Gacha Game, ich finde es einfach scheiße, weil ich finde die Charaktermodelle sehen hervorragend aus. Ich mag das ganze Design und die Charaktermodelle, ich mochte das eben auch schon bei Genshin Impact, aber ich werde in meinem ganzen Leben nicht irgendeine Gacha-Scheiße spielen. Ich habe keine Lust dann irgendwie, du musst jetzt deine Dailies machen und jetzt musst du es optimiert spielen und dann darfst du heute nur so viel spielen, damit du deinen maximalen Score bekommst. Wenn du besser Sachen haben willst, dann musst du dafür Geld ausgeben und boah, hier ist das langweiligste, monotonste, rundenbasierte Kampfsystem. Bitte werf jetzt noch mehr Geld raus, damit du deine Waifus irgendwie haben kannst. So, falls ihr darauf Bock habt, gerne. I don't give a shit. Das komische Throne and Liberty sah auch so unfassbar generisch aus. Warhammer, Space Marine 2, habe ich Bock drauf. Ich finde den ersten Teil hervorragend. Wo ist die Farbe? Was ist da los? Es ist, Leute, ihr könnt mich nicht verarschen. Es ist Warhammer. Ich habe Warhammer Artwork gesehen. Ich habe eure scheiß Figuren gesehen, die ihr anmalt. Die malt ihr an. Da kommt nicht einfach grau in grau drüber. Space Marines haben fucking blaue Rüstungen und du kannst teilweise keine Farbe sehen. Alles ist einfach grau und entsättigt. Und was ist, warum trauen wir uns nicht zu, unseren Spielen Farben zu zeigen? Doch gerade bei so einem brutalen Ding. Ich will doch das knalligste Rot auf Erden haben. Ich will, dass der Bildschirm nachher aussieht wie ein Menü von Persona 5. Warum entsättigt ihr eure Spiele so, wenn das da überhaupt nicht passt? Weil, oh, Realism, I guess. Und auch hier wieder alles viel zu dunkel, dass du einfach gar keine Details irgendwo erkennen kannst. Oh. Das John Carpenter Toxic Commando hat mich halt wirklich aufgeregt, weil ich dachte so, yo, Baby, John Carpenter, also der ist ja sogar, he is one of us. John Carpenter macht drei Dinge. Xbox spielen, kiffen und Musik. He's living the life. Die beste Rente, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, er macht sogar Musik mit seinem Sohn zusammen. Also wirklich, der Typ hat's raus. Und dann kündigst du das an und du nimmst nicht mal einen Song von John Carpenter? Wofür? Was ist daran überhaupt John Carpenter? Es sieht einfach aus wie so ein Dulli Left 4 Dead, dass du aber in einem Auto rumfahren kannst mit den schlimmsten, generischsten Charakteren, die ich basierend auf dem Trailer alle nach 2 Sekunden auch schon sofort gehasst habe. Und dann kommt ein License-Track und Alter, das Beste an den ganzen Sachen, an denen John Carpenter noch seitdem er halt keine Filme mehr gemacht hat, ist die ganze Musik, die er produziert. Der Typ ist ein hervorragender Komponist. Und dann nutzt ihr das nicht dafür? Ich hoffe, das wird im fertigen Spiel irgendwie drin sein, weil, also, katastrophal, wirklich nur katastrophal. Dieses Banishers von Don't Not auch wieder, keine Ahnung, kann cool werden. Wieder ein hervorragendes 7 von 10 Spiel, so wie ich das von Don't Not gewohnt bin. Aber visuell war das wirklich wieder, oh ja, ein weiteres generisches Fantasy-Spiel wird irgendwie angekündigt. Ich weiß, alle haben sich über Fortnite und Call of Duty Season 4 ebenfalls gefreut. Auch dieses Fae-Farm sah sehr generisch aus. Noch ein Farming-Game, das ist, was die Welt gebraucht hat. Weißt du, wir hatten 200 Jahre keine Farming-Games, dann kommt irgendwie Stardew Valley raus und auf einmal sind so nächste Woche 12 Millionen Farming-Games. Ich weiß noch, letztes Jahr gab es irgendeine Präsentation, ich glaube irgendeinen Direct oder so, wo 4 oder 5 Farming-Games vorgestellt wurden. Das war absurd. Under the Waves sah beispielsweise ganz cool aus. Das hatte so einen Feeling von Moon, ne, dem Sam Rockwell Film, aber unter Wasser. Und da würde ich gerne mehr von sehen. Es war halt jetzt spielerisch nicht so viel zu sehen, deswegen, es war auf jeden Fall nichts Negatives, habe ich positiv aufgefasst, aber konnte ich noch nicht wirklich irgendwie so zuordnen. Was richtig scheiße aussah, war Twisted Metal, aber das war mir auch klar. Eine weitere Sony-Produktion wird absoluter Käse, hat nichts mit Twisted Metal zu tun. Also wirklich nicht. Das kann man nur für Twisted Metal halten, wenn man noch nie von Twisted Metal gehört hat oder es jemals gespielt hat. Sie haben es einfach Marvel-fied. So, okay, ja, holt euch Captain America, der aktuelle. I don't know. I don't keep up with the Marvel shit. Aber jetzt haben wir den halt drin. Deswegen müssen wir jetzt auch aus Twisted Metal irgendwie Marvel machen. Alles muss Marvel sein. Können wir bitte damit aufhören? Twisted Metal, die Sache ist auch das Problem. Twisted Metal ist einfach Peak Edge. Twisted Metal ist das, was ein 12-jähriger Edgelord erstellen würde. Halt im Körper eines Ende 20, Anfang 30-Jährigen wie von David Jaffe eben damals. Aber auf die beste Art und Weise. Und dann guckst du dir diese, in Anführungszeichen, Action-Sequenz an, hat das grauenhaft
grauenhafteste Editing natürlich wieder, weil bei jedem Schlag dann der Schnitt erfolgt und teilweise kannst du den Money Shot nicht richtig sehen, weil natürlich auch die ganzen Leute nicht wirklich kämpfen können und kein Geld da reingesteckt wird, investiert wird, diese Szenen auch wirklich zu drehen. Will Arnett hat einfach von seinem, keine Ahnung, Badezimmerhotel, nachdem er sich irgendwie die letzte Nacht noch zugekokst hat, steht morgens auf und oh scheiße, ich muss noch irgendwie an die fucking Game Awards irgendwas schicken. Also hey, it's me guys, ich bin's. Weißt du, jeder fucking Furz-Indie-Entwickler kann normales Bildmaterial von sich aufnehmen, aber irgendwelche Multimillionen schwere, superreiche Stars kriegen es einfach nicht hin, was Besseres zu filmen, als irgendwie die Toilettenwand ihres Hotelzimmers zu zeigen, vollkommen zerbröselt und noch irgendwie unvorbereitet. Dann lass es einfach wirklich sein. Und ja, was gab's noch? Dieses Lüsfanga oder so, wo es spielerisch vielleicht ganz cool wird. Auch da, wo war die Farbe? Wo war die fucking Farbe? Dieser 2D-Trailer sah so cool aus und dann kommt das tatsächliche Spiel und es sah aus wie Sacred 3, was ich letzte Woche mal ausprobiert hat. Nur einfach vollkommen entsättigt. Als hätte da einfach irgendjemand die ganze Farbe rausgezogen. Als ob so Fortnite vorbeigekommen wäre und dann Farbe nur für uns. F wie Fortnite, F für Farbe. Der Rest von euch einfach entsättigt nur. Ja, das waren die Game Awards. Nicht die Game Awards. Ich meine, an sich sind es die Game Awards, sind wir mal ehrlich. Das Summer Game Fest. Jeff Keighley hat immer noch nicht gelernt, was er mit seinen Händen machen soll in 20 Jahren in der Industrie. Es ist hervorragend. Achtet einfach mal darauf, wie Jeff Keighley in solchen Events, was er mit seinen Händen macht. Der hat es immer noch nicht rausgefunden. Ich hoffe, irgendjemand erzählt ihm das mal, was man damit irgendwie machen kann. Und das, was ich aber zugutehalten muss, ist, dass sie danach auf dem, also noch im selben Livestream, es wurde nicht mal irgendwie gewechselt oder neu aufgesetzt oder du musstest auf den anderen Kanal gehen. Nein, auf dem Kanal der Game Awards lief dann einfach der Stream weiter und es kam das wirkliche Highlight. Es kam das wirkliche Highlight, nämlich das von Double Fine geführte Day of the Devs. Das ist ein Event, was schon seit 10 Jahren existiert, wo eben verschiedenste Indie-Projekte vorgestellt werden, wo eben auch Leute ihre Projekte so ein bisschen gefördert bekommen können und vorstellen. Und das war ein richtig gutes Event. Das war nicht so auf der Bühne irgendwie, ja, wir haben jetzt irgendwie wen reingeholt und müssen mit dem reden, sondern es war dann alles eben vorher aufgenommen und die ganzen Indie-Devs haben sich besser dargestellt als irgendwelche größeren Leute von AAA-Studios, die bei Jeff irgendwie auf die Bühne gekommen sind. Und wenn die dann über was geredet haben, dann haben sie auch zeitgleich das Gameplay gezeigt. So eines meiner größten Überraschungen war dieses Mars First Logistics, wo dann der Entwickler, und das war nicht mal jemand, der irgendwie Charisma hatte, natürlich nicht, das war halt irgend so ein fucking Nerd, aber selbst das war charmant, weil er dann in den Trailer sich überall eingebaut hat auf den Bildschirmen. Und während er darüber gesprochen hat, hast du dann diese einzelnen Aspekte von dem Spiel gesehen. Und das war super cool. Und generell einfach ein super interessanter Titel nach dem anderen, alle mit ihren eigenen Artstyles, die teilweise mir einfach wirklich die Klöten weggeblasen haben. Also wo ich zwischendurch einfach saß, es gab das eine Spiel, das Haunty, wo ich wirklich, ich saß mit offenem Mund davor, teilweise. Es gab so ein, zwei Shots, die gezeigt haben, wo man auch gesehen hat, wie weitläufig das ist und scheinbar sind das auch alles handgezeichnete Animationen und holy fuck, sieht das herausragend aus und selbst spielerisch war es ein ganz cooles Konzept und auch da Henry Halfhead, ich glaube aus Zürich oder so, meinten die Cam das Spiel. Das hat so starke Keita Takahashi-Vibes. So, das könnte wirklich von ihm sein, ne? Der Typ, der Katamari gemacht hat, Watam Nobinobi Boy. Hervorragend, einfach so ein Typ mit einer Penisnase, so ein Halbkopf, der in alle Gegenstände reingehen kann. So, als ob sich jemand irgendwie, wir machen Ghost Trick als Comedy-Spiel. Das war super cool. Retro-Gadgets. Alter, ich hatte fast Tränen in den Augen, weil ich mich so gefreut habe über so ein Spiel, weil ich das halt cool finde, wenn Leute an irgendwelchen Geräten rumbasteln und die dann erstellen, die eben in dem Fall auch natürlich jetzt nicht richtig originale Geräte sind, aber solche, die an irgendwelchen Konsolen, Handhelds oder fucking Casio-Taschenrechner dran orientiert sind. Und du bastelst dann da drum in so einem richtig coolen Pixel-Art und lötest, packst Dinge zusammen und kannst dann damit haptisch eben rumfuchteln, Knöpfe an- und ausmachen. Und er hatte das, ich habe dann auch dieses Feeling bekommen, oh, das sieht aus wie ein Zachtronics-Game, nur dass ich kein irgendwie Programmer sein muss, weißt du, ich brauche nicht irgendwie einen Bachelor in irgendwie Programmierarbeit. Und dann sagt er das wirklich auch und nimmt eben die Spiele wie so Shenzhen.io als Beispiel. Und da ist mir halt, weißt du, habe ich direkt so ein warmes Gefühl bekommen. Cocoon hat mir den Kopf weggeblasen, wo du diese Momente hast, wo du, oh ja, wir sind jetzt in dieser Welt und du kannst dann aus dieser Welt rausgehen und dann springst du aus der Kugel raus, kannst diese Kugel nehmen, aus der Welt, in der du bist, auch weiter rausgehen und dann damit Dinge bedienen und damit interagieren. Und das ist so cool gewesen. Card Life kriegt eine neue Version, was ein sehr, ich glaube schon fast 10 Jahre altes
Indie-Game ist, das ist wirklich Depression, das Spiel, wo du aus drei Charakteren auswählen kannst, die alle, deswegen heißt es Card Life, weil die alle so ihre eigenen, ne, an sich Wagen irgendwie haben. So einer verkauft eben selbstgemachte Bagels, die andere eben hat so einen kleinen mobilen Kaffeeshop und der andere Typ verkauft dann eben Zeitungen aus seinem Laden. Und das ist so ein bisschen in der Art wie Papers, Please, dass du halt versuchen willst, unter sehr harschen Bedingungen und Gameplay-Herausforderungen diese Leute am Leben zu halten, aber dass es dann eben mehr mit so einem Wirtschaftssystem arbeitet und dir eben auch aufzeigt, wie unfassbar hart es ist, aus diesen Situationen wieder rauszukommen und welche Rückschläge dich die ganze Zeit irgendwie erreichen können. Und dass das jetzt in einer neu aufgelegten Version kommt, die halt wirklich richtig gut aussieht, das ist absolut hervorragend. Und es gab Spiele, wo ich jetzt gesagt habe, ne, spielerisch irgendwie Simpler Times oder ET, keine Ahnung, kommt mir wieder an, zwei, weißt du, du hast drei Buchstaben und zwei Accents irgendwie drin. Frankreich, hört auf. So, spielerisch sah das halt auch relativ so aus, Vibe-Game, aber der Stil davon, hervorragend. Wirklich was Eigenes. Nicht wie die Hälfte unseres Summer Game Fest Events sind einfach generische Fantasy-Welten, die versuchen irgendwie den Hyperrealismus nachzufolgen, sondern nein, hier ist jedes einzelne Spiel nochmal was komplett Eigenes. Auch irgendwie so Beastie Ball, wo, hey, wir machen nicht einfach nur klassisches Pokémon, sondern in dem Fall sind unsere Pokémon-Kämpfe rundenbasierte Volleyball-Kämpfe mit Double-Teams von eben diesen Viechern. Wo ich mir auch gedacht habe, wow, das könnte unfassbar fucking geil sein. Hellsgate, das erste Mal, dass ich jetzt einen Tony Hawk-Fake gesehen habe, wo ich mir denke, das könnte etwas sein, was nicht scheiße ist. Das könnte etwas sein, das nicht einfach ein weiteres Skateboard oder Wavebreak wird, sondern, yo, das sieht eigentlich relativ cool aus. Scheinbar ist einer von den Lead-Programmern von Tony Hawk's Underground, dem besten Tony Hawk, eben auch dabei und hat die Line so, hier, was war das mit dem irgendwie, hier, you want me to stop skating oder so ein Scheiß. Ey, das ist cool. Dieses Viewfinder, das hatte man schon vorher mal gesehen, wo du halt Bilder machen kannst mit einer Polaroid-Kamera und dann kannst du diese Bilder in die Umgebung halten und dann werden daraus 3D-Umgebungen, um dann eben Puzzle zu lösen. Und das ist so wild, dass das überhaupt funktioniert, ist absurd. Selbst irgendwie so ein Eternites, was hervorragender Cringe sein könnte oder cool, auch da habe ich irgendwie Bock drauf und war auch ehrlich gesagt ganz charmant in dem Event dann vorgestellt. Und danach kam noch die Devolver Direct, wo ich mich erstmal kaputt gelacht habe bei dieser Vorstellung von Volvi, wo sie es jetzt schaffen, das einfach aus dem Nichts dich zu gaslighten und dann so zu tun, als ob es irgendwie diese Figur immer schon gegeben hätte und auch in diesen ganzen Devolver-Spielen drin waren und dass dann auch wirklich Szenen erstellt wurden, wo dieses Maskottchen wirklich in dem Spiel drin ist, dass du halt eine Szene aus Hotline Miami hast und dann ist das irgendwie eine von den Figuren, die dich anruft, eine von den Masken. Das ist als Charakter in der Szene von irgendwie Cult of the Lamb beispielsweise drin ist. Das ist hervorragend. Und auch die Art und Weise, wie es gedreht wurde, lässt es so wirken wie diese Indie-Horrorfilme. Also das wollte natürlich auch den Vibe von so einem Banana-Splits-Movie beispielsweise haben und hat den perfekt eingetroffen. Fand ich großartig. Der Typ, der diesen alten Designer gespielt hat, 10 von 10, das war Comedy Gold. Einfach nur das Gesicht und die Reaktionen die ganze Zeit, ohne das irgendwie zu überspielen. Es war hervorragend, dass sie eben dieses KI-Thema als Satire benutzt haben, um das Ganze dann eben auch als Framing-Device zu nutzen, um diese jeweiligen Spiele vorzustellen. Waren auch coole Sachen dabei, war teilweise halt nicht meins. Dieses erste Spiel, was sie gezeigt haben, was visuell sehr nach Don't Starve aussah, ja, das war jetzt eher nichts für mich, aber wir hatten trotzdem auch da sehr coole Titel. Also gerade dieses Baby Steps, wo wir irgendwie diese Kombination haben aus, yo, wir nehmen den Macher hier, Bennett Foddy von Getting Over It und den Macher von Ape Out und machen dann ein weiteres Foddy in Game, wo du einen halt irgendwie so ein Basement-Dwelling-Nerd spielst, der in einem Onesie unterwegs ist und eben, ne, wieder sich wahrscheinlich sehr blöd steuern lässt und die Animationen aber auch aussehen, als ob er ein riesiges Baby wäre. Und das habe ich dann auch während des Streams gesagt, das passt hervorragend zusammen. Es ist so Quop-Animation, aber dadurch, dass er halt aussieht wie so ein riesiges Man-Baby, passt das dazu. Und dann heißt das Spiel einfach Baby Steps. Hervorragend. So, nein, leider ist es keine spielerische Umsetzung vom Manga-Anime, dem besten Tennis-Manga-Anime, möchte ich anmerken. Prince of Tennis, Eat Your Heart Out. Aber hervorragend.
hervorragend. Fand ich wirklich cool. Das ganze Event super sympathisch. Auch richtig schön mit so einem absurden Horror geendet, wo ich auch am Anfang gesagt habe, ich hoffe, alle sterben. Leider sind nicht alle gestorben, aber zumindest ein paar Leute sind dann gestorben. Und also die Volva auch wieder hat es gebracht mit diesem Event. Fand ich wirklich cool, die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben. Day of the Devs, wirklich das Highlight meines Abends. So, ich war auch im Stream und ich habe auch mit dem Chat dann geredet und ich meinte so, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier nach einfach Jeff Keighleys Summer Snorefest jetzt auf einmal einen Banger nach dem anderen haben. Und ich saß einfach grinsend davor, nachdem ich mich vorher so aufgeregt habe und gelangweilt war zwischendurch. Und ich saß einfach nur von links nach rechts grinsend davor und habe ein cooles Spiel nach dem anderen gesehen. Wo selbst, wenn das nicht die besten Titel sein sollten, dann weiß ich zumindest, ich kriege eine coole, einzigartige Erfahrung. So, ein Henry Halfhead wird mir auf jeden Fall für ein paar Stunden Spaß machen. Und Sachen wie das Mars First Logistics, da glaube ich auf jeden Fall. Und das ist die perfekte Zeit, das anzukündigen, weil nach Tears of the Kingdom habe ich ja jetzt richtig Bock, irgendwelche Maschinen zu bauen. Und das ist so, als ob ich hier dieses Lego-Technik-Set hätte zum Ausprobieren. Ich meine natürlich das Klemmbaustein-Technik-Set, um dann Dinge zu transportieren. So eben, wie ich das auch in Tears of the Kingdom mache. Das ist hervorragend. Oh mein Gott. Oh Gott, so, ich muss jetzt aber aufhören, weil das Ganze ist jetzt wieder viel zu lang. Es ist unfassbar spät. Ich nehme das jetzt natürlich alles auf, nachdem ich mir noch das alles angesehen habe. Ich hatte ja auch ein Video zum Persona 3 Remake gemacht. Könnt ihr euch gerne ansehen. Es ist momentan 4.30 Uhr morgens. Ich muss jetzt noch irgendwie das Ganze editieren, bebildern und dann hochladen. Wenn die Sachen draußen sind gerade und ihr das seht, werde ich wahrscheinlich wohlverdient am Schlafen sein. Falls ihr die Live-Reaktion nochmal hören wollt, das ist verlinkt. Das ist der Speckobst-Stream-Archive-Kanal, wo ich dann die Segmente einzeln hochlade. Leider ist mir zwischendurch mein Rechner abgeschmiert. Hervorragend, danke für den Bluescreen, vor allem gerade als das Skateboard-Spiel gezeigt wurde. Das habe ich wie so einen persönlichen Angriff dann empfunden. Aber ja, ich brauche unbedingt endlich mal einen ordentlichen Streaming-PC. Patreon.com/Speckobst, falls ihr mir dabei helfen wollt. Aber ja, das war's von meiner Seite. Ich werde natürlich auch auf jeden Fall noch den Xbox Showcase besprechen, es kommt am Sonntag und am Montag werde ich dann dazu auch ein Video haben, beziehungsweise dann vielleicht wie bei dem PlayStation Showcase mehrere, wenn sich einzelne Themen dafür lohnen sollten. Ich werde es leider nicht schaffen, das Event live zu gucken, ich bin Sonntagabend weg, aber wenn ich wiederkomme, werde ich eine Aufzeichnung davon sehen. Ich meine, ich weiß jetzt schon von den Persona Remakes, die werden mich dann eben nicht mehr irgendwie großartig überraschen, aber ich versuche ansonsten komplett Social Media und auch meinen Discord und sonstige Sachen zu vermeiden und werde auch den Chat erstmal für das Event dann nicht beachten, dass ich da irgendwie nicht gespoilert werden kann und werde dann eben diese Aufzeichnung, wie für mich, ne, weißt du, wie Leute, oh, ich werde mir jetzt dieses Sportevent aufzeichnen und dann abends in Ruhe angucken und das genießen. Und genauso werde ich das mit dem Xbox-Event machen. Das heißt, wenn ihr das halt nicht live, aber meine initiale Reaktion darauf live sehen wollt, dann wird das Sonntagabend, Spätabend irgendwann auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/speckobst und dann eben aber auch an dem Montag auf meinem Stream-Archive-Kanal verfügbar sein. Und falls ihr die Sachen sehen wollt, wie gesagt, solltet ihr ja gerne die jeweiligen Kanäle abonnieren. Das wäre es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich bin zum Glück noch nicht wirklich müde, aber ich muss es auch noch ein bisschen editieren, das Ganze hochladen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dafür mache ich das ja auch. Bye!